Liebe Freunde der Freiheit, schon viel zu oft wurde Freiheit mit Gewalt bedroht. Heute läuft das meistens subtiler, unterschwelliger, hinterhältiger. Die Freiheitsbedrohung in Deutschland und der EU kommt oft mit Vorwänden und Scheinargumenten daher, wie Sicherheit zum Beispiel. Um beispielsweise vor Terroranschlägen sicher zu sein, müssten elektronische Briefgeheimnis- und Chatverschlüsselungen aufgehoben werden. Behörden und andere staatsnahe Einrichtungen sollen unsere Kommunikation mitlesen und unsere Bewegungsprofile analysieren. Oder um vor dem SARS-CoV-2-Virus sicher zu sein, müssten Grundrechte wie Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und auch Freiheit der Religionsausübung eingeschränkt werden. Wie Millionen meiner Mitbürger haben auch meine Frau und ich über Monate hinweg unsere Kinder und Enkelkinder nur noch sporadisch gesehen. Familien, die ohnehin oft nur zu Weihnachten beisammen sind, wurde die Möglichkeit des gemeinsamen Feierns genommen. Die Schwächsten unserer Gesellschaft, wie Kranke, Alte und sterbende Menschen, wurden alleingelassen. Ihnen Nahestehenden wurde der Zugang verwehrt. Weitere Beispiele gefällig. Eine unserer Töchter hat vor kurzem ein Kind geboren. Meine Frau und ich durften unser neugeborenes Enkelkind nicht gemeinsam besuchen. Auch das ältere Geschwisterchen durfte seine Mutter und sein Geschwisterchen erst viel, viel später besuchen. Die Mutter eines Freundes musste ganz allein ihre letzte Stunde verbringen. Er durfte sich nicht von ihr verabschieden oder ihr beistehen. In Zeiten wie diesen kommen gerne unsere Parteien und Politiker als Verführer daher. Sie nützen geschickt medial geschürte Ängste der Menschen. Sie wollen Freiheit mit dem Scheinargument der Sicherheit Stück für Stück abschaffen. Doch bedenken Sie, man kann unter dem Vorwand, man erhöhe die Sicherheit, jedes Grundrecht abschaffen. Mit vermeintlicher Sicherheit kann doch jede bürgerfeindliche und antifreiheitliche Gesetzesverschärfung begründet werden. Und das darf nicht passieren. Natürlich sollte Politik nach Voraussetzungen für ein gutes, erfülltes und glückliches Leben der Bürger streben, aber doch nicht auf Kosten der Freiheit. Ohne Freiheit gibt es kein gutes Leben. Ohne Freiheit gibt es kein erfülltes Leben. Und ohne Freiheit gibt es auch kein glückliches Leben. Für mich ist Freiheit unteilbar. Für mich ist Freiheit auch nicht verhandelbar. Für mich kommt zuerst die Freiheit der Bürger und erst dann der Staat. Seien auch Sie ein mündiger Bürger. Seien Sie selbstbewusst. Das ist heute wichtiger denn je. Und lassen Sie sich nicht den Satz gefallen, wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Freiheit ist die Alternative zu Zwang, Bevormundung und Niedergang. Werden Sie jetzt Teil dieser Alternative der größten Freiheitsbewegung Deutschlands. Herzlich grüßt Sie aus Brüssel, Ihr Joachim Kuss.